Sehr geehrte Damen und Herren, wie es mit den rekordtiefen Leitzinsen nach der gestrigen EZB-Sitzung weitergeht, hängt maßgeblich von der Inflation ab. Nähert sich die Kerninflation, also die Teuerung ohne die schwankungsanfälligen Energie- und Nahrungsmittelpreise, rasch der Marke von 2%, dürfte die EZB auch ihre Leitzinsen rascher anheben. Es gibt tatsächlich erste Anzeichen, dass die Löhne im Euroraum etwas stärker gestiegen sind. So hat sich der Anstieg der Tariflöhne von 1,6 auf 1,9% beschleunigt. Schließlich ist die Arbeitslosenquote im Euroraum in den letzten Jahren deutlich gefallen und liegt mittlerweile unter dem langjährigen Durchschnitt. Umfragen zufolge wächst auch außerhalb Deutschlands der Anteil der Unternehmen, die sich durch den Mangel an qualifizierten Arbeitskräften beschränkt sehen. Vermutlich werden der Anstieg der Lohnkosten und damit auch die Kerninflation über kurz oder lang zulegen. Allerdings wird dies sehr langsam vor sich gehen. Denn selbst in den vollbeschäftigten USA haben sich Lohnanstieg und Kerninflation kaum beschleunigt. Schließlich sind die Arbeitnehmer durch die zurückliegende Globalisierung einer starken Konkurrenz aus dem Ausland ausgesetzt. Hinzu kommt immer mehr die Digitalisierung, die die Arbeitswelt umpflügt und Arbeitnehmer verunsichert. Alles in allem dürfte die Kerninflation im Euroraum im kommenden Jahr von 1,0% auf nur 1,3% steigen und damit hinter den Erwartungen der EZB zurückbleiben. Die erste Zinsanhebung von -0,4% auf -0,3% erwarten wir erst für Herbst nächsten Jahres. Und danach wird kein echter Zinserhöhungszyklus folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.